Was ist das denn? Das ist die. Stellt euch mal vor, ihr kämpft gegen jemanden, der dreimal Ring der Zerstörung in seinem Deck hat. Der macht euch fertig. Willkommen zum dritten und finalen Part von Yu-Gi-Oh! Unboxing 200 Tage 100 Karten. Oder jetzt eigentlich in dem Fall 200 Tage 200 Karten. Wir nehmen heute den letzten Block vor, ein Booster-Set, das dazu kam, und meine Geheimtipps so. Und da würde ich sagen, können wir auch direkt anfangen. Ich lege lieber so rum, damit ich die nicht alles umdrehen muss. So. Es wird so nicht explizit genannt, aber diese Karte bringt einem nur was in Link-Duellen, weil hier steht, wenn zwei oder mehr Karten in derselben Spalte liegen. Also okay, damit kann man auch denken, dass Zauber- bzw. Fallenkarten gemeint sind, aber die zielen ja eigentlich mehr auf Link-Monster ab, weil hier steht, wenn ein Angriff der Kurier, in dem diese Karte und ein Monster des Gegners in dieser Spalte beteiligt sind. Und auch wenn das zwei verschiedene Sätze sind, das heißt, dieses Zwei-Karten-Ding und das mit dem Angriff deklarieren Ding, das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Du musst nicht zwei verschiedene Monster in der Spalte haben. Also wie die das meinen ist, ihr habt hier zum Beispiel ein Link-Monster in der Extra-Monster-Zone und der Gegner hat hier ein Monster. So, jetzt ist hier immer noch Platz für eben die Karte, die man jetzt speziell beschwören könnte, weil jetzt hier zwei Monster liegen. Es muss in derselben Spalte liegen. Hier. Muss in diese Spalte beschworen werden. Und der zweite Effekt ist eben das, wie hier schon steht. Wenn diese Karte vom Gegner angegriffen wird, oder wenn diese Karte einen Gegner angreift, kann man sich eben einen weiteren Mech-Ritter aus dem Friedhof wählen. Bin ich der Einzige, der das so sieht, oder sieht der aus wie ein Warframe? An Frost erinnert der mich. Glaube ich, schlägt es eher zu der Hälfte, zu der Seite, wo ich die Karte nicht so brauchen werde. Schließlich spiele ich Link eigentlich nicht. Ich mag Link nicht so. Oh, noch direkt der nächste Mech-Ritter. Und diese Karte ist eigentlich fast identisch mit dieser Karte, nur eben, dass sie einen anderen Effekt hat, wenn sie in den Kampf mit einem anderen gegnerischen Monster verwickelt wurde. Ich muss aber sagen, das ist schon ziemlich mächtig. Ich meine, die kann man ja spezial beschwören, so. Stell dir mal vor, du kannst hier einfach so ein Monster mit 2100 ATK spezial beschwören oder eins mit 3000 Verteidigung. Also schon nicht schlecht. So, ich bin mal fair und tue die zu den Sets, oder Decks besser gesagt. Auch wenn ich das niemals spielen werde, wahrscheinlich. Und nochmal derselbe. Ach, und wenn wir jetzt schon dabei sind, Warframe-Anspielungen zu machen, der erinnert mich, also die Schilde, klar, die gibt es natürlich bei keinem, soweit ich weiß, aber was jetzt seinen Körper betrifft, würde ich sagen, vielleicht sogar tatsächlich Excalibur. Insektor, aber ich glaube, diese Karte haben wir in der letzten Folge schon gehabt, also in der Unboxing Nummer 1 Video. Ja, ich habe die Karte eben gefunden. Eine Karte, die sich wunderbar in Ungeheuer-Krieger-Sets machen würde. Ein Beispiel dafür wäre das Gladiator-Ungeheuer-Archetype. Und was diese Karte macht, ist eben, dass sie die Stufe und die Eigenschaft eines anderen Ungeheuer-Krieger-Monsters kopiert. Und das kann man dann in der Main-Phase dann speziell beschwören, was die entsprechenden Sachen hat. Was ich blöd finde, ist die Übersetzung, und zwar Eigenschaft. Also das betrifft jetzt nicht die Karte direkt, sondern allgemein das deutsche Yu-Gi-Oh! Sondern mit Eigenschaft, da muss man sich immer wieder daran erinnern, das ist das Attribut. Warum haben die es nicht einfach als Attribut übersetzt? Weil mit Eigenschaft könnte man zum Beispiel Gefahr laufen und denken, dass das hier gemeint ist. Aber das hier ist der Typ. Ich meine, Eigenschaft ist einfach ein viel zu allgemeines Wort. Mit Attribut wüsste jeder, was sofort gemeint ist. In diesem Fall ist es zum Beispiel das Wasserattribut. Oder Eigenschaft. Trollende Trolle. Das ist ja doch dann Minus und Minus. Ja, ruft dann halt. Das heißt, die trollen ja dann am Ende niemanden. Ich meine, stell dich mal vor, wenn... Ach komm, ich hör einfach auf. Kann die Karte, weil die ist sehr spezifisch, lege ich die erstmal da hin. So. Ach, die Karte haben wir schon. Die haben wir im zweiten Part von dieser Folge, also das letzte Video, übernommen. Ich habe sie letztes Mal dahin gelegt, aber lege ich sie auch diesmal dahin. Das gibt's doch gar nicht. Und den hatten wir im ersten Unboxing-Video. Den hatten wir im ersten Unboxing-Video. Ich bin jetzt zu faul, den Beweis zu holen, aber wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut euch das Video an. Eine Karte mit zwei Effekten. Der eine ist, dass sie die Magie Dolce, aber Fallkarten sind, da können die nicht zerstört werden, wie hier schon steht. Und die können auch nicht für Karteneffekte anvisiert werden.
Der zweite Effekt ist, und der ist ein bisschen brutaler, diese Karte kann nicht zerstört werden, egal durch Kampf- oder Karteneffekte. Und stattdessen kann man ein Magie-Dolls-Monster von seinem Friedhof ins Deck mischen. Das heißt, wenn man zwar keine Magie-Dolls-Monster in seinem Friedhof hat, wird die zerstört. Aber solange man irgendwelche Magie-Dolls-Monster in seinem Friedhof hat, und die kann man die stattdessen zurückmischen, und die bleibt da. Das wäre ein bisschen brutal, aber wenn ich 20 Stück in meinem Friedhof hätte, könnte diese Karte 20 Angriffe überleben. Das. Okay. In der ersten Unboxing-Folge hatten wir schon mal so eine Karte, das ist der Totenkopfdiener gewesen. Diese Karten, die an sich, wie man schon sehen kann, bringen einem nichts. Aber die sollen ja auch nicht alleine stehen, die sind immer mit Parts eines Sets. Gutes Beispiel ist, ich glaube, das ist so, es gibt so ein Feen-Deck und da ist eine Karte, die ziemlich genauso aussieht. Ich glaube, das ist die Kugel des Lichts, heißt die. Und die ist auch Stufe 1, hat eigentlich keine Werte. Ich sag's aber, dass diese Kugel des Lichts, die wird als Munition sozusagen benutzt für eine andere Feenkarte. Aber mit diesem Kügelchen, also in Kombination mit dieser einen Fee, kann man wirklich krasse Sachen machen. Und ich glaube, das hier ist eigentlich genau dasselbe. Deshalb müssen wir jetzt noch die Karte bekommen, die Karten bekommen, die diese Karte benutzen. Eine Karte des Weltvermächtnisses Archetype. Wir haben tatsächlich schon in den vorherigen Folgen schon einige Weltvermächtniskarten angesammelt. Interessanterweise, also bei den Karten hier, bei den Fallenkarten hier, ist es ziemlich eindeutig, dass auf Weltvermächtnismonster gezielt wird. Bei der Karte allerdings hier, da geht es um Albtraumrittermonster. Ich weiß nicht, ob wir diese Karten schon mal behandelt haben, ich glaube nicht. Und die ist halt dafür da, dass man die Karten in seinem Monster, wie wir sehen kann, ein bisschen bewegen kann, was besonders bei Link-Decks also wichtig ist. Einige dieser Fallenkarten hier, ich glaube diese hier, basiert auch auf Link-Angriffen. Also Link-Monster hier, an dem zwei Link-Monster beteiligt sind. Blablabla. Wenn ihr die Karte lesen wollt, dann könnt ihr wieder pausieren oder die letzte Folge anschauen. Eine Frage, die ich noch beantworten könnte, ist, was bedeutet Kreuzgelinkt? Kreuzgelinkt bedeutet, wenn zwei Link-Monster... So, ich guck mal, ob ich ein gutes Beispiel kriege. Nein, kriege ich nicht. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass diese beiden Pfeile auch leuchten. So, stellt euch jetzt mal das vor. Und das wäre dann Kreuzgelinkt, dass die beiden halt aufeinander sich zeigen. Und in dem Fall, wenn man das hat, und das sind jetzt angenommen die Albtraumritter, bekommen dann keinen Kampfschaden aus Angriffen, an denen sie beteiligt sind. Also keine von den beiden. Es ist nicht notwendig, dass dies Albtraumritter oder Weltvermächtnismonster sein müssen. Der Effekt ist eigentlich selbsterklärend. Die Karte ist auch wirklich nur für diesen Effekt gedacht, um sie riskant zu spielen, weil man muss die in der ersten Runde, wenn man die ja in Verteidigung haben will, um den Effekt zu aktivieren, muss man die erstmal in Angriffsposition legen und da kann die halt, ja, 0 ATK, das kann wehtun. Deshalb muss diese eine Runde überleben, damit sie in der nächsten in Verteidigung setzen kann. Was dieses Kästchen auf dem Bild betrifft, das erinnert mich an irgendeine so eine Figur aus einem Trickfilm oder aus einem Anime, ich weiß gerade nicht. Ich werde diese Karte wahrscheinlich nicht brauchen. Aber ich bekomme dieses Kästchen bekannt vor. Eine ganz klassische Karte und aus irgendeinem Grund ist die Englisch. Ich meine, ihr habt ja selbst gesehen, all diese Karten und noch in der vorherigen Folge überall waren die alle auf Deutsch. Warum ist diese Karte jetzt Englisch? Schade, aber egal. Der Effekt ist eigentlich sogar ziemlich gut, wenn man die im Friedhof hat und man die verbannt, kann man die Position einer Karte verändern. Und ich finde auch, der Satz ist sehr komisch formuliert. You can remove from play this card in your graveyard. Normalerweise müsste es aber heißen, you can remove this card from play in your graveyard. Oder noch besser, you can remove this card in your graveyard from play. So ist es am besten eigentlich. Ich habe diese Karten alle original von Konami bestellt, das heißt, es sollten sich nicht um Fakes handeln. Und der Effekt ist gut, deshalb lassen wir es einfach mal. Und direkt noch eine Weltvermächtniskarte. Ich glaube, die haben wir schon, kann das sein? Ja, die haben wir schon. Ja. Eine Karte, mit der man ein Monster unbesiegbar machen kann für eine Runde, im Austausch dafür, dass die ATK zu 100 werden. Ich wüsste zwar nicht, wo ich das gebrauchen würde, aber es gibt auf jeden Fall bestimmte Fälle, wo man das bestimmt brauchen würde. Ist auch eine Quickspell-Card, das heißt, man kann die auch als Falle sozusagen benutzen. Also wirklich so eine Art Notfallrettung-Karte. Und noch einmal. Lyrik-Liedervogel. Und sieht auch eine andere Karte. Um diese Karte effektiv nutzen zu können, muss man sie erstmal spezial beschwören. Wie geht das am besten?
mit der Karte zum Beispiel, die wir in einer vorherigen Folge bekommen haben. Hier, wenn man schon ein geflügeltes Ungeheuermonster hat, also Lyrikliedervogel dann wahrscheinlich, du kannst sowohl diese Karte als auch ein Monster vom Typ geflügeltes Ungeheuer Stufe 1 als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Also hat man dann die schon Spezialbeschwören, dank dieser Karte. Und die hat man ja dann auch Spezialbeschwören. Und sobald man die ein Spezialbeschwören hat, kann man sich ein weiteres Lyrikliedervogel-Monster aus seinem Deck holen. Wie hier geschrieben steht. Wir müssen jetzt aber wirklich mal XYZ-Lyrikliedervogel-Monster bekommen, weil die basieren eindeutig darauf. Wir haben ja jetzt, drei Stück. So. Und die basieren alle, na gut, der eigentlich nicht so sehr. Aber die beiden basieren stark auf XYZ-Monstern. Und bei der Karte ist es eben der Fall, dass dieses XYZ-Monster nicht durch Karteneffekte analysiert werden kann. Aber Karten wie Schwarzes Loch oder Dunkles Loch, die können diese Karte immer noch zerstören, weil die nicht hier anvisiert wird. Das habe ich schon in einer vorherigen Folge erklärt. Ja, und es muss nicht ein nörgeliger Vogel XYZ-Monster sein, weil hier steht nur ein Wind XYZ-Monster. Bei der Karte hier steht das, glaube ich, auch hier. Ein Wind XYZ-Monster, blablabla. Also es muss nicht unbedingt ein nörgeliger Vogel XYZ-Monster sein, aber die Karte, also das Archetype zielt darauf. Ich lege das mal hier hin. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, schon ein neuer Hintergrund. Eine Karte des Zodiac-Archetypes, die ihren eigenen Effekt hat, und zwar, dass wenn die zerstört wird, auf egal welche Weise, kann man sich eine weitere Karte aus seinem Friedhof wählen und die ins Deck zurückmischen. Die ist aber wohl, man kann das hier erkennen, dass hier deutlich mehr Text dem gewidmet ist, ist, dass diese Karte auf XYZ-Monster basiert, ähnlich wie die Lyrikliedervogel. Und zwar, wenn das XYZ-Monster, was diese Karte als Material benutzt hat, als Ziel wählt von diesem Karteneffekt, kann man die aktivieren. Annullierung, wenn hier steht, diese Karte als Ziel wählt, damit ist halt wirklich eigentlich das XYZ-Monster gemeint, weil das hier durch diesen Punkt abgetrennt ist. Und das steht hier auch, das XYZ-Monster, wenn es den von dessen Grundtyp Ungeheuerkrieger ist. Und diese Karte als XYZ-Material hat. Sollte das der Abschnitt dann wirklich sozusagen zum XYZ-Monster rübergeht. Wenn ein oder mehr Pendulum beschworen wurden, also wenn dann halt beide Pendulum-Zonen belegt sind, gibt diese Karte von der Pendulum-Zone auf die Hand zurück. Also man kann die, sobald man das aktiviert, man kann die nicht aktivieren, kann man sie einfach wieder zurücklegen auf die Pendulum-Zone, so wie sie eben gerade da war, oder man kann sie auf eine andere Karte ersetzen. Wenn die Pendulum-Zone belegt ist, kann man nicht einfach noch eine andere Karte dazulegen, dann ist sie halt belegt. So, der Monster-Effekt ist, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, also erstmal muss ich ihn normal beschwören. Die Pendulum-Beschwörung oder so, das ist keine normale Beschwörung. Und Stufe 5, muss halt was darlegen. Jetzt kommt die Sache. Du kannst eine Karte in deiner Pendulumzone bestimmen und alle Karten, die dein Gegner kontrolliert, in dieser Spalte wie diese Karte auf den Friedhof legen. Das heißt, wenn ich hier jetzt also meine Pendulumzone habe, werden alle Monster des Gegners hier, also die sich hier etwa befinden, auf den Friedhof gelegt. Und die Sache ist jetzt, wenn ihr euch das Feld anschaut, ihr schaut wahrscheinlich auf das alte Feld, weil beim alten Feld sind die Pendulumzonen ganz weit außen und die haben keine Monsterzonen. Dieser Effekt könnte sich nicht aktivieren. Diese Karte kann deshalb nur in Maseros 4 gespielt werden, also diesem neuen System, weil dort sind die Pendulum-Monster, die Pendulum-Zonen, das sind jetzt die jeweils linken und rechten Zauberzonen. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr 5 Zauberzonen und die Pendulum-Zonen, sondern die Pendulum-Zonen und 3 Zauberzonen. Und wenn halt das Pendulum-Monster hier liegt, in der linken Zauberzone zum Beispiel, dann hat das ja weiter vorne, sind da ja die Monster des Gegners und die werden dann auf den Friedhof gelegt. Das heißt, dieser Effekt funktioniert nur mit dem neuen System. Was mir aber überhaupt nicht gefällt ist, einmal pro Spiel zu werden, wenn diese Karte in diesem Spiel normal Beschwörung geschworen wurde oder aufgedeckt wurde, gibt sie auf die Hand zurück. Das heißt, man muss sie nochmal normal beschwören, um diesen Effekt zu machen. Das heißt, man muss ständig irgendwelche Tribute darlegen, weil man kann die ja nicht spezial beschwören. Also man kann die spezial beschwören, aber dann aktiviert sich der Effekt nicht. Deshalb kann ich nicht sagen, dass mir diese Karte gefällt. Und was das Aussehen betrifft, dieses Artwork, seien wir jetzt mal ganz ehrlich. Das da sieht aus wie ein Dildo. So kein Schwert und kein Laserschwert, das ist kein gar nichts. Das ist ein Dildo. Punkt. Ach Mann, mir fällt nichts Lustiges ein. Ich wollte ein Wortspiel mit Dildo machen. Geil, dein Dildo-Geist. Und jetzt habe ich einmal den Zuschauer hier verjagt. Yes! So, wenn ihr euch den Effekt durchlest, erkennt ihr da einen positiven Aspekt daran? Ich nicht. Und jetzt fragt euch vielleicht, warum soll man diese Karte benutzen? Wenn man den Kampfstart erhält und die später dann auf die Hand zurückkehrt, warum braucht man die dann? Ihr tut also angenommen die Karte in Verteidigung. Also die ist so gesetzt, mal angenommen, aber egal. Der Gegner greift die dann an.
Und wenn er angenommen einen ATK-Wert hat, der schwächer ist als die Karte, also der Verteidigungswert dieser Karte, und ich verdecke den Verteidigungswert gerade mit Absicht, dann würde ja der Gegner Schaden bekommen, diesen ATK- und der Verteidigungsdifferenzschaden, wenn die ATK kleiner wären. So. Und bei der Karte ist es halt so, dass der Spieler jetzt, also ich jetzt zum Beispiel, diesen Schaden, diesen Differenzschaden bekommen würde. Und nachdem, also falls diese Karte kämpft, nicht zerstört wird, also wie eben im Beispiel gerade, wird und du den Schaden aus dem Kampf erhalten hast, also eben durch diesen Effekt hier, gib diese Karte auf die Hand zurück. Wo ist da jetzt das Positive dran, fragst du dich jetzt vielleicht? Die Karte hat 2500 Verteidigung und ist Stufe 4. Das ist mehr Verteidigung, als die Großschildwache hat, die ja allgemein so bekannt ist als die Karte mit der höchsten Verteidigung. Das heißt, man kann diese Karte vielleicht nur einmal pro Runde benutzen, weil man die ja dann in der Hand hat, man muss sie wieder neu beschwören, also setzen beziehungsweise so. Diesem Wert, damit kann man einiges aufhalten. Deshalb wird sich dieser Effekt auch fast immer aktivieren, weil eigentlich in den meisten Fällen wird der Gegner nicht damit rechnen, dass ihr eine Verteidigung, also ein Monster gesetzt habt, das 2500 ATK hat. Deshalb in den meisten Fällen wird er dann, also würde er dann, diesen Differenzschaden bekommen, aber dann aktiviert sich ja der Effekt und das ganze Spiel geht los. Und auch das Artwork finde ich irgendwie surreal, weil ich meine, das sind alles normale Ziegen hier im Hintergrund. Das hier ist irgendwie so ein ganz komisches Anime-Schäfchen. Was halte ich von dieser Karte? Weil 2500 Verteidigung für Stufe 4, das ist immens. Aber der Effekt ist auch nicht so gut. Ich tue sie mal für den drei trollenden Trollen, so. Und der Hintergrundrache, den haben wir schon mal bekommen. So, da ist sie. Und es ist gut, dass wir diese Karte als Duplikat erhalten haben, wie eben in der letzten Folge gesagt, damit wir hier den ersten Effekt ausführen können. Und zwar, wenn sich diese Karte in einem Friedhof befindet, also sagen wir mal jetzt hier so, zack, Friedhof, da ist jetzt Duplikat Nummer 1. Und du keine Karten kontrollierst, also stell dich mal vor, leeres Feld. Du kannst sowohl diese Karte, also die ist jetzt in meiner Hand, ich kann jetzt diese Karte, das Duplikat Nummer 2, Spezial beschwören und eben noch ein weiteres Drachenmonster der Stufe 4 oder niedriger. Aber verbannen diese Karte, wenn sie euer Spielfeld verlässt. Gut, also das heißt auf jeden Fall, wir können diese Karte jetzt auf jeden Fall nutzen, weil wir eben jetzt das erforderliche Duplikat bekommen haben. So, und damit wären wir eigentlich mit dem großen Set durch, mit dem 100-Karten-Set. Ich bin froh, dass wir noch einen Lyric-Leader-Vogel-Monster bekommen haben. Aber ansonsten kann ich ehrlich gesagt nicht so behaupten, dass ich so glücklich bin. Wir haben noch ein bisschen was, um unsere Stimmung wieder aufzuheitern. Gut, dann fangen wir mal an mit, ich muss mal eine kleine während ich das öffne, kann ich nochmal eine kleine Kindheitsgeschichte erzählen. Und zwar, ich habe angefangen Yu-Gi-Oh! Zu spielen, erst so richtig mit, vor ein paar Jahren eigentlich, als ich mir so eine App runtergeladen habe, wo ich mir dachte, ja, probiere ich einfach mal, ich mag das Spiel, habe ich noch nie so richtig gespielt und da bin ich so in den Strudel gefallen. Gut. Der erste Effekt ist, dass wenn man diese Karte hat, kann man, also auf dem Spielfeld liegen hat, kann man sich direkt eine nächste oder Karte als Spezialbeschwörung mit seiner Hand beschwören, hat man direkt zwei. So, und dann, wenn diese Karte auf dem Friedhof liegt und man ein anderes Monster besitzt, kann man diese Karte hier, also die eben auf dem Friedhof gelegt wurde, als Spezialbeschwörung beschwören, hier. Aber bleibt man sehen, wenn ihr das Spielfeld verlässt. So, und jetzt macht euch bereit, ich lese jetzt alles durch. Der Dodo-Do-Zwerg Go-Go-Go-Handschuh. Während deiner Mainphase, du kannst ein Superbar oder Gagaga-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Falls du ein Gogogum oder ein Dododo-Monster kontrollierst, außer Dododo-Zwerg Gogogo-Handschuh, solange sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, aber banne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Du kannst jeden Effekt von Dododo-Zwerg Gogogo-Handschuh nur einmal pro Spielzug verwenden. Künstlerkumpel, sehr schön. Pendulum 2 ist immer ganz gut, wenn man auch ein weiteres Pendulum-Monster hat, also Künstler-Kumpel-Monster in dem Fall hoffentlich, dann. Und das dann einen sehr hohen Wert hat, kann man also so ziemlich fast jedes Monster beschwören. Der Pendulum-Effekt ist auch ganz gut, alle Künstler-Kumpel-Monster erhalten 1000 ATK, wenn ein oder mehr beschworen werden als Pendulum-Beschwörung. Der Monster-Effekt ist, dass eben diese Karte zwei Karten, die man kontrolliert, zerstören kann. Und falls man das tut, kann man sich weitere Künstler-Kumpel-Monster mit unterschiedlichen Namen, Höhe der Anzahl der zerstörten Monster seinem Deck hinzufügen. Es wird nicht erfordert, dass man Künstler-Kumpel-Monster zerstört, auch wenn man das machen kann, um ein bisschen was auszuwechseln, wenn man sich die Strategie ändert. Aber man kann das benutzen, um irgendwelche anderen Monster zu zerstören, um sich dann selbst Künstler-Kumpel-Monster zu erzwingen, sozusagen, sodass man dann sofort mehr hat. Das habe ich mehrmals gesagt, das Künstler-Kumpel-Archetype ist nicht zu unterschätzen. So, ich mache hier ein bisschen Platz und ich habe auch schon die anderen Künstler-Kumpel-Karten aus der vorherigen Folgen ein bisschen hier zusammengetrommelt. So.
Schön. Hätte nicht gedacht, dass wir den Künstlerkumpel-Archetype langsam zusammenbekommen. Und ich beginne langsam auch dieses Archetype zu mögen. Das dunkle Magiermädchen, eine der klassischsten Karten überhaupt. Ich glaube, neben dem dunklen Magier und dem blauigen weißen Drachen die Karte überhaupt. Ich hoffe, ich muss die jetzt nicht erklären, so großartig. Das ist nicht eindeutig. Artwork, das ist. Ich weiß nicht, wie viele Versionen das ist. Es gibt dutzende Artworks von dem dunklen Magiermädchen. Schön, dass man so eine klassische Karte auch immer in so einem in der heutigen Zeit sieht. So. Stab des Magiers, das wird. Alter Schwede, das wird ja immer besser. Man findet diese Karte auch heutzutage noch auch in den sehr modernen dunklen Magier-Decks, weil die einfach sehr vielschichtig ist. Wenn die normal beschwören wird, zum Beispiel, kann man seiner Hand eine Zauber- oder Fallenkarte von seinem Deck hinzufügen. Eigentlich wählt man da immer diesen dunklen Kreis des Magiers, oder so heißt der. Ist dieser Kreis hier sozusagen, den in der Regel wählt man dann immer, weil man den in seinem Deck einfach haben muss, wenn man ein dunkles Magier-Deck spielt. Ich blende dann jetzt hier die Karte ein, so. Und der andere Effekt ist halt, aber man will diese Karte danach auf den Friedhof legen, die bringt einem so gesehen nichts, auch wenn die mit 1600k ganz okay Wert hat, aber man benutzt sie eigentlich nur für den Effekt. Und zwar, dass wenn man eben eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert, solange sich diese Karte im Friedhof befindet, kann man eben einmal seine Hexer-Attributen anbieten und diese Karte seiner Hand hinzufügen, sodass man den Effekt wieder aktivieren kann, also sie als Normalbeschwörung beschwören kann und so das Ganze nochmal durchrattern kann. Eine weitere Zauberkarte, also aus seinem Deck sich holen kann, die ausdrücklich hier dunkler Magier in ihrem Text erwähnt und es ist eben dieser dunkle Kreis da, oder wie auch immer der heißt. So, das ist die letzte Karte. Wenn das jetzt der dunkle Magier ist, dann drehe ich durch. Spannung steigt. Der Pendelwert ist, Pendulum-Effekt ist eigentlich, kurz gesagt, so wie der wie beim Künstlerkumpel Pendelzauberer. Und die haben auch komischerweise, das merke ich erst jetzt gerade, die heißen beide Zauberer am Ende. Wow! Also, dass man eben diese Karte mit einer anderen Pendelkarte auswechseln kann, sozusagen. Und der Monster-Effekt eben, das sind zwei Effekte wieder. Der eine ist das, wenn man eben ein Monster verliert, kann man diese Karte spezial beschwören aus seiner Hand und eben noch ein weiteres Monster. Und der zweite Effekt, der ist ein bisschen spezieller. Diese Karte, einschließlich vier weiterer Monster, wäre auf dem Spielfeld oder auf dem Friedhof, die eben hier Pendulum-Drache, X-Drache, Synchro-Drache, Friedhof-Drache, Fusionsdrache in ihren Namen haben, verbannen und dann einen Oberster König Sie-Arc zu beschwören. Ich habe eben geschaut, welche Karte das ist, Oberster König Sie-Arc. Diese Karte ist stark, auf jeden Fall, also der Oberster König. Ich glaube, das ist ein Boss-Monster, also so ein Monster, das so im Anime auch so vorkommt, der wird vom Bösewicht gespielt, hat immer so brutal starke Werte, hat aber auch immer eine Schwäche und eben dieser Sie-Arc, da kann natürlich durch Effekte zerstört werden, hat einen immens hohen ATK-Wert, hat Pendulum 1, was super gut ist. Aber solange wir keine weiteren zeitdeutenden Magiermonster oder Bedingungen hier eine Karte überfüllen, bringt uns diese Karte erstmal noch nicht. So, das war's mit dem Booster-Set. So, dann fangen wir mal an. So, ich hole die Karte mal raus. Genau wie in der ersten Unboxing-Folge sind die auch in diesen Schächtchen verpackt. Alleine schon vom Stil, so wie diese Karte aufgebaut ist, erkennt man schon, dass diese Karte richtig alt ist. Yatagarasu ist verboten, weil es einfach eine Instant-Win-Karte ist. Ich habe die einfach genommen, nicht um die in mein oder meines Gegners Decks zu tun, sondern sozusagen, wenn einer von uns beiden verliert und dann wir noch ein Duell spielen, darf der Verlorene diese Karte in sein Deck tun. Ein bisschen er die Chance hat, den Verlust wieder gut zu machen. So. Weil wenn man eine schlechte Hand hat oder gar keine Hand und diese Karte dann angreift, hat man eigentlich verloren. Weil man dann immer wieder den beschwören könnte, angreifen könnte und den Gegner dann so auf eine sehr zähe Weise, wenn auch zugegeben, vernichtet. Ich hatte einfach mal so Lust auf diese Karte. Auch wenn ich die, wie gesagt, ich bin so fair und tue die dann nicht in mein Main Deck. Das ist eine meiner absoluten Lieblingskarten, gefolgt von Marshmallow und aufgegeben. Oh, da habe ich was gespoilert. Och, ich depp. Och.
warum ich diese Karte liebe, ist, also man setzt sie zuerst, die wird zerstört und die soll auch zerstört werden. Und wenn die dann zerstört wird, kommt die nicht auf den Friedhof, sondern die wird in die Zauberkartenzone gelegt. Und dann während der Standby-Phase jedes Spielers bekommt ihr einen Zähler. Und für jeden Zähler verlieren die gegnerischen Monster 100 ATK und Death. Also nach 10 Runden, also hin und her wechseln, nicht nur bei meiner Standby, sondern eben auch die vom Gegner, sind schon bei 1000 ATK reduziert. Und das ist auf jeden Fall richtig stark, auch wenn man Zeit braucht, um aufzuladen. So. Na komm. Ich habe in den letzten Parts von dieser Folge schon über diese Karte geschwärmt, dass es eben Karten gibt, eine reine Verteidigungskarte, kaum aufzuhalten sind, und das ist diese Karte, weil wenn man direkt angegriffen wird, kann man diese Karte aus seiner Hand in die Verteidigungsposition Spezial beschwören, während der gegnerischen Runde. So. Das bedeutet, man kann im besten Fall zwei Runden sicher kaufen. Einmal die Runde, wo man sie Spezial beschwören hat, weil die beendet dann auch die Battlephase hier. Und dann noch die zweite Runde, weil der Gegner erstmal diese Karte zerstören muss, weil die ja immer noch in Verteidigungsposition liegt. Ich finde, abgesehen vom guten alten Marshmallow, gibt es kaum bessere Verteidigungskarten. Es gibt zugegebenermaßen bessere Ritualmonster, aber ich habe diese einfach genommen, weil die recht einfach ist. Die Werte sind nicht so gut, also Werte zu Stufenverhältnis, das ist nicht so gut. Die ATK könnten wirklich höher sein. Der Effekt ist recht gut und man kann mit dieser Karte auch durch ein weiteres Lichtfee-Monster aus seinem Deck rausgraben. Auch ganz gut ist, weil die Stufe hier sehr hoch ist. Wenn man also ein Monster beschwört, zum Beispiel ein Synchro-Monster, was eine sehr hohe Stufe braucht, kann man mit dem hier sozusagen auf jeden Fall was bereitlegen. So, dann habe ich auch hier dementsprechend die Ritualzauberkarte, um eben den Cyberengel zu holen. Muss ich, glaube ich, nicht groß erklären. Ist halt eben die Ritualzauberkarte. Gute alte Mirror Force. Es gibt, glaube ich, keine klassischere oder ultimativere Fallenkarte im ganzen Spiel. Ist vergleichbar mit Schwarze Loch und Rageki, und das sind ja auch recht gute Karten. Kann man auf jeden Fall den Gegner ordentlich büßen lassen. Tada! Aufgegeben. Eine meiner absoluten Lieblingskarten. Wie gesagt, Foreshadowing kommt ein Let's Play zu dieser Karte, weil die sieht super aus mit dem Millennium Eye und so. Die hat einen super tollen Effekt, dass die eben die gegnerischen Monster übernehmen kann, unter der Bedingung, dass sie durch Effekte anvisiert werden können. Wenn man dann das Monster ausgerüstet hat und dieses Monster dann zerstört werden würde, also angegriffen würde, kriegen beide den ATK-Schaden und das ausgerüstete Monster wird zerstört, aber nicht dieses. Das heißt, dieses Monster ist dann frei und kann sich dann das Monster nehmen, was vorhin das eine Monster zerstört hat. Deshalb braucht man so gesehen mindestens zwei Monster, um diese Karte zu besiegen. Oder, ja, man macht halt Mirror Force. Dieser Effekt, der tritt nur ein, wenn die Karte durch einen Monsterangriff zerstört werden würde. Hier. Falls diese Karte durch Kampf zerstört würde, zerstöre ich stattdessen das ausgerüstete Monster. Wenn Effekte auch zuverlässig werden, wird das hier auch stehen. Mit der kann man auch Monster, die auf Verteidigung basieren, wie eben zum Beispiel Marshmallow, auch wegmachen. Da ist Marshmallow auf seiner Seite und man hat eben freie Laufbahn. Der mystische Raumzeitaphon, die wohl klassischste Zauberkarte im ganzen Spiel. Also wenn das hier die Fallenkarte Nummer 1 ist, die ihrem Namen gerecht wird, dann ist das hier wohl die Zauberkarte, die ihrem Namen gerecht wird. Und zwar ironischerweise zerstört sie eben eine Zauberkarte auf dem Spielfeld oder Fallenkarte. Und was eben die Karte betrifft, da möchte ich unbedingt sagen, viele denken, dass sie halt genauso ist wie Feierliches Urteil, dass man mit dieser Karte alles abblocken kann, also annullieren kann. Das stimmt nicht. Man kann zwar alles annullieren, was Monster betrifft, also wenn Monster beschworen würden, und jetzt kommt es, oder wenn eine Zauber- oder Fallenkarte oder ein Effekt eines Effektmonsters aktiviert wird, und viele denken dann, das war's dann schon. Also die müssen ab da nicht weiterlesen, die fokussieren sich nur auf diesen ersten Satz hier. Die müssen aber weiterlesen, und zwar, dass das die oder der Monster als Spezialbeschwörung beschwört. Das heißt, würde ich eben zum Beispiel Pianissimo aktivieren, könnte ich das mit dieser Karte nicht aufhalten, weil Pianissimo keine Monster spezial beschwört. Und dass man 2000 Lifepoints zahlen muss, das ist sozusagen, man kann diese Karte eher nur benutzen am Anfang des Duells. Weil wenn man die später benutzt, man weniger Lebenspunkte hat, wird das sehr, sehr teuer, die zu benutzen. Warum habe ich Feierliches Urteil nicht gekauft und stattdessen nur die zweitbeste? Wegen dem Preis. Ganz einfach. Jeder weiß, dass Feierliches Urteil supidupi ist. Und deshalb wollen die auch alle haben und deshalb ist die Schweine teuer, die Karte. Diese Fallenkarte hat den Spitznamen Evac. Aus, ja,
eigentlich einem ziemlich ersichtlichen Grund. In den vorherigen Folgen ja über Effekte geredet, die eben Monster auf die Hand zurückgeben. Und das hier ist die absolute Karte, mit der man das machen kann. Weil man kann zum Beispiel irgendein sehr schwieriges zubeschwörendes Monster raussuchen. Der Gegner verliert ja dieses Monster nicht. Also es wird nicht auf den Friedhof gelegt, sondern eben auf seine Hand. Und das ist vielleicht sogar noch besser, weil würde es nicht auf den Friedhof gelegt werden, wie das zum Beispiel bei Mirrorforce der Fall ist, könnte der Gegner ja sie wieder mit Wiederbelebung wiederbeleben, oder Ruf der Gejagten oder sonst was. Aber weil die Karte auf der Hand ist, muss er den ganzen Prozess nochmal neu machen, den ganzen Beschwörungsprozess, und kann ihn nicht einfach mit Wiedergeburt oder sowas wiederbeleben, weil die Karten ja mit dem Friedhof arbeiten und nicht mit der Hand. Die Ritualzauberkarte für aufgegeben. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen. Der Löwenzahnlöwe, dieser ist limitiert, wenn nicht sogar verboten. Das fiese ist, wenn er zerstört wird, kommen eben diese beiden Tokens, hier diese Spielmarken, auf das Spielfeld in Verteidigung. Und jetzt kommt das fiese, diese Spielmarken können nicht während des Spielzuges benutzt werden, indem sie als Spezialbeschwörung beschworen werden. Noch nicht für ein Attribut. Aber eben nur in dem Spielzug. Das heißt, danach können sie als Tribut oder sowas benutzt werden. Und das ist ultra stark. Weil man hat da zwei Monster für gar nichts auf dem Spielfeld liegen, ohne dass man die normal beschwören muss. Bin nicht so der Fan vom Neo-Weltraum-Archetype, aber die Karte, welche übrigens auch limitiert ist, ist super, weil die einen recht ähnlichen Effekt wie Evac hat. Nur eben, dass diese Karte immer wieder verwendbar ist. Und zwar, wenn diese Karte angreift am Beginn des Damage-Steps, das heißt noch nicht, wenn die Schadensberechnung läuft, kann man diese Karte und das Monster des Gegners zurück auf die Hand zurückgeben. Und wenn die Karte zum Beispiel gegen ein ultra starkes Monster kämpft, was auch wieder ultra schwer zu beschwören war, dann muss er wieder von vorne anfangen, während diese Karte einfach nur Stufe 3 ist. Man kann die also so oft holen, wie man will. Und somit ist die ziemlich ähnlich wie Evac, aber halt, dass man die immer öfter benutzen kann. Selbst die auch limitiert, die nicht. Erlaubt es einem irgendeine Karte aus dem Deck rauszusuchen und auf die Hand zurückzuholen, wenn auch nach zwei Runden erst. Und trotzdem OP, weil man halt sich immer die Karte holen kann, die man gerade braucht. Ist ebenfalls limitiert, man darf die nur einmal im Deck haben. Und damit sind wir jetzt wirklich endgültig am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt auch so lange durchgehalten mit mir. Wir mussten ja auch jetzt über 100 Karten durchnehmen. Es war schön, also es wird spannend, was wir dann in 100 Tagen wiedersehen werden. Das wäre dann die dritte Unboxing-Folge, 300 Tagen, 300 Karten. Jetzt beginnt sozusagen der ganze Zyklus von vorne. Wir haben jetzt einen neuen Zyklus erreicht. Kommen jetzt wieder 10 Folgen von Yu-Gi-Oh! Anime-Serie analysiert. Danach kommen wieder ein paar Let's Plays. Und wie auch schon bereits gesagt, eins davon wird aufgegeben beinhalten. Wenn ihr das euren Freunden erzählen würdet und ein bisschen teilen würdet, das Video, können wir hier ein kleines Event aufbauen, vielleicht sogar. Also vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann bitte konstruktive Kritik da lassen. Kritik ist immer schön. Also liked bitte dieses Video, wenn ihr es nicht schon getan habt. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Dann kommt jetzt die Endcard. Hier etwa sollte die Yu-Gi-Oh! Analysiert Serie sein. Hier sollte die Unboxing-Serie sein. Hier seht ihr meinen Kanal. Und hier sollte ihr die Let's Play-Serie sein. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr eher sehen wollt. Weil ich könnte es auch so machen, dass ich zuerst die Let's Play-Serie mache. Aber so oder so, danke fürs Zuschauen und ciao.